Ja, guten Tag. Bei der Kälte hier in Berlin scheint ein bisschen auf das politische Klima abzufärben. Ja, also wir sind nicht wirklich zufrieden mit dem Verhandlungsergebnis, das heute Nacht erzielt wurde. Man könnte auf der Positivseite sehen, dass natürlich der Grexit abgewendet wurde, zumindest vorerst. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass der Grexit die teuerste Lösung geworden wäre, sowohl für die Griechen, dort eine soziale und ökonomische Katastrophe ausgelöst hätte, als auch für die Steuerzahler hierzulande. Man hätte wahrscheinlich einen kompletten Schuldenschnitt gekriegt und von dem Geld nie mehr wieder was gesehen. Das hätte die Haushalte direkt belastet. Das ist sicher auf der Habenseite. Aber die Vereinbarung selber setzt einen extremen Austeritätskurs fort, mit Mehrwertsteuererhöhung, mit Rentenkürzung, mit der Einschränkung, Tarifverträge zu schließen. Historisch hat es noch nie funktioniert, dass über Austeritätspolitik ein Land aus der wirtschaftlichen Krise herausgekommen ist. Ich vermute, das griechische Drama wird weitergehen. Griechenland bekommt damit zu wenig Luft zum Atmen. Es wäre aber dringend notwendig, dass es eine wirtschaftliche Entwicklung gibt, dass wieder nachhaltiges Wachstum entsteht, dass die Massenarbeitslosigkeit, die Jugendarbeitslosigkeit bekämpft wird. Das hätte im Übrigen auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass ein Teil der Schulden wieder zurückgezahlt werden kann, wäre die beste Lösung gewesen, auch für die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen hierzulande. Die deutsche Bundesregierung ist in hohem Maße für diesen Kurs mitverantwortlich. Sie hat in einer unerträglichen Art und Weise diesen Kurs der Europäischen Union aufgezwungen, hat mit den Mitteln der Erpressung gearbeitet und in hohem Maße demokratische, souveräne Rechte verletzt, dass die griechische Regierung alle Gesetze vorher abstimmen muss mit den Institutionen, mit der Troika. Es wird die Botschaft ausgesendet, die Bevölkerungen in Europa können sich Regierungen wählen, wie sie wollen. Sie müssen alle den Kurs machen, den ihnen Frau Merkel und Herr Schäuble vorschreiben, den ihnen die EU-Institutionen vorschreiben. Ich glaube, das ist für die Demokratie in Europa verheerend. Es ist schwer mit anzusehen, in welcher ideologisierten Form Herr Schäuble agiert hat auf diesem Gipfel der Finanzminister. Er war bereit, der Totengräber der Eurozone zu werden. Wenn er sich durchgesetzt hätte, hätte das dramatische Folgen gehabt für die ganze europäische Vereinigung. Er war bereit, das aufs Spiel zu setzen. Ich glaube, er hat tatsächlich die Europäische Union gespalten. Die Aussagen von Herrn Renzi, auch von Hollande, machen deutlich, dass hier tiefe Risse vorhanden sind, dass auch andere Länder unter dieser Politik leiden und es so nicht weitergehen kann. Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland müssen wissen, dass Frau Merkel und Herr Schäuble Rentensenkungen, Lohnsenkungen, Sozialabbau, Einschränkungen von demokratischen Rechten als geeignete Formen ansehen, um ein Land aus der Krise zu bringen. Und Sie müssen wissen, gibt es in unserem Land eine Krise, und die kommt ja bekanntlich auch, es gibt ja ein ständiges Auf und Ab, dass Sie auch in Deutschland diese Mittel als geeignete Krisenlösungsrezepte angucken. Und das wird auch hierzulande nicht funktionieren, ist völlig absurd. Ich glaube, dass Herr Schäuble als Verhandler nicht mehr tragbar ist, sondern dass er so irreparablen Schaden angerichtet hat in der Europäischen Union, dass es besser ist, Frau Merkel verzichtet auf ihn als Verhandlungsführer in solch wichtigen Angelegenheiten. Ich möchte auch noch zum Schluss ein paar Worte sagen zur Situation der SPD.
Es war ja irgendwie schon ein geniales Meisterstück, was Herr Gabriel gestern abgeliefert hat. Zuerst die Aussage, die Androhung auf einen befristeten Grexit von Herrn Schäuble ist mit mir abgesprochen. Dann eine Stunde später ist irgendwie doch nicht abgesprochen, sondern nur besprochen. Dann wieder eine Stunde später die Aussage, naja, die SPD will auch keinen Grexit und steht nicht hinter diesem Papier. Und jetzt wird die Verhandlungslösung offensichtlich von der SPD mitgetragen. Also das scheint mir schon ein großer Schlingerkurs zu sein. Es fehlt offensichtlich der SPD an einer politischen Orientierung. Wir haben schon überlegt, ob wir heute Morgen nicht ein bisschen Geld sammeln, um einen Kompass zu kaufen und den an die SPD-Parteizentrale rüberschicken. Man kann irgendwie sagen, die SPD hat ihre Verortung als sozialdemokratische Partei verloren. Und Herr Gabriel ist der Ausdruck, der politische, persönliche Ausdruck, ich wollte schon sagen, der körperliche Ausdruck dieser Orientierungslosigkeit. Ich glaube, dass es großer Opportunismus war, dass Gabriel sich härter gebärdet hat als Merkel in der Auseinandersetzung mit Griechenland. Er hat irgendwie gespürt, dass in der Bevölkerung viele Stimmen gibt, die sagen, jetzt haben wir endlich genug, jetzt wollen wir nicht mehr zahlen und Ähnliches, und hat irgendwie die Nase nach dem Wind gehalten und hat gesagt, jetzt muss ich gucken, dass ich diese Stimmung bediene. Das ist hochgefährlich, wenn man solchen Stimmungen nachgibt, weil das bedeutet für die Zukunft nichts Gutes. Und ich wiederhole, die Sozialdemokratie stand mal für Wirtschaftswachstum, Verschaffung von Arbeitsplätzen und für Sozialstaat. Heute steht sie zunehmend für Bankenrettung, für Austeritätspolitik und für Sozialabbau. Dafür wird sie definitiv nicht gebraucht. Und man kann nur ganz dringend appellieren, dass sie versucht, wieder einen ordentlichen Kompass zu finden. Man wird auch das Gefühl nicht los, dass hier keine seriöse Politik betrieben wird. Eine letzte Anmerkung, es geht in dieser ganzen Auseinandersetzung nicht nur um Griechenland, sondern Griechenland ist der fokussierte Brennpunkt einer völlig verfehlten Europapolitik, eines völlig verfehlten neoliberalen Modells. Wir haben in ganz Europa eine langanhaltende Stagnationsphase, unter der viele Länder leiden. Wir haben eine anhaltend hohe Massenarbeitslosigkeit, eine unerträglich hohe Jugendarbeitslosigkeit und eine Gefährdung der öffentlichen Haushalte in fast allen Ländern. Eine Politik des weiteren Sozialabbaus, der Lohnkürzungen, der Rentenkürzungen, der Privatisierung. Diese ganze Privatisierungsfonds ist ein einziger Skandal. Zu meinen, dass das Heil der griechischen oder anderen europäischen Länder in der Privatisierung öffentlichen Eigentums liegt, ist wirklich verkennt die wirklichen wirtschaftlichen Zusammenhänge. Das wird Europa nicht auf einen Wachstumspfad zurückbringen, sondern es wird Europa weiter sozial spalten und gefährdet die europäische Einheit, gefährdet vor allen Dingen Wohlstand und Lebensqualität der Mehrheit der Bevölkerungen. Und es ist höchste Zeit für einen Neustart in Europa. Die griechische Krise hätte die Chance geboten, einen solchen Neustart einzuleiten. Diese Chance wurde jämmerlich verspielt.